Und einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier aus Sardinien. Schaut mal, wo wir heute sind. Wir nehmen euch heute mit zur Costa Day und wünschen euch viel Spaß mit der Reiseepisode. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, ihr kennt das Prozedere. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Tschaußen. Neuer Tag hier auf Sardinien. Wir haben gerade ein richtig tolles Frühstück hier gehabt in der Unterkunft. Ich wusste gar nicht, dass ich hier ein Bed and Breakfast gebucht habe. Falls ihr die Unterkunft nochmal sehen wollt im Detail, könnt ihr mal im vorigen Video vorbeischauen. Da habe ich nämlich so eine kleine Roomtour für euch gefilmt. Und ich muss sagen, es ist richtig schön hier. Wir haben sogar einen kleinen Garten, wo wir gerade so ein paar Shootings gemacht haben für Far und Purelay. Die Fotos werdet ihr dann auf deren Kanälen sehen. Und die haben hier tatsächlich sogar so einen kleinen Feigenbaum und einen Granatapfelbaum und ich habe gerade noch eine Feige entdeckt, ich glaube eine der letzten, und die habe ich mir gerade genüsslich reingezogen. Also es ist echt mega schön hier. Jetzt kommen ein paar schöne Eindrücke von unserem tollen Airbnb-Garten. Gesehen, eine richtig coole Unterkunft, und wenn ihr auch hier hinkommen wollt, dann guckt einfach mal in der Infobeschreibung, dann könnt ihr die Airbnb nachbuchen, und mit unserem Link, wenn ihr euch über Airbnb neu anmeldet, dann bekommt ihr sogar 40 Euro Rabatt, deswegen nutzt die Möglichkeit, macht euch einfach ein neues Konto auf oder so, und wir bekommen dafür auch nochmal 10 oder 8 Euro Guthaben für unsere nächste Reise, und heute steht auf dem Plan, die Costa Rey zu erkunden, und wir freuen uns auf jeden Fall, euch schon mal mitzunehmen, plus zusätzlich wird es eventuell noch mal einen kleinen Abstecher geben zu Flamingos, denn wir haben gestern Abend sind wir vorbeigefahren an so Salinen und da gab es wild lebende Flamingos. Ich dachte mir so, what, habe ich noch nie gesehen. Und dann gibt es auf jeden Fall noch mal einen kleinen Abstecher zu einer Pizzeria. Deswegen heizen wir jetzt los und wir wünschen euch viel Spaß. So, mein Lieben, unser Salvatore wird jetzt fertig gepackt und ich muss sagen, der hat uns eigentlich ganz gut begleitet bisher auf Sardiniens Straßen und die waren echt schwierig. Also wir sind gestern in solchen Serpentinen hochgefahren. Als wir den am Anfang gemietet haben, ging nach 5 Minuten direkt die Motorkontrollleuchte an und ich dachte mir so, nein, ciao. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, das Zeichen, dass wir jetzt direkt losheizen sollen. Wichtigstes Utensil, Tauchermasken sind am Start, Wasser ist am Start, Salvatore ist gepackt. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal das Navi ein und zwar fahren wir zur Schildkröteninsel. Yay! Zur Costa Rey. Meine Lieben, wir sind endlich angekommen an der Costa Rey. Es ist unfassbar traumhaft. Schaut euch mal diesen krassen Strand an. Und der Strandabschnitt an der Costa Rey ist einfach kilometerlang. Ich muss sagen, das sind echt auf Sardinien mit Abstand die schönsten Strände, die ich jemals im Mittelmeer gesehen habe. Es sieht so heftig aus. Was sagst du als Strandexpertin dazu? Ich bin wieder in der Karibik, oder wie? Ja, heftig, oder? Schaut euch das mal an. Echt heftig. Also von Buchten bis zu kilometerlangen Stränden hat man auf Sardinien echt alles. Ich würde sagen, wir genießen jetzt mal ein bisschen den Ausblick und springen gleich ins Wasser. Un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada,
Pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar. Algo más rico que la miel, mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel, tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad. Eso hacemos, baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad, baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad, yeah. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida. Tanto que te pienso ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl, yeah. Mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel, tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad. Eso hacemos, baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. So, Leute, schaut mal, wir haben unseren Spot entdeckt. Und zwar werden wir uns hier jetzt niederlassen. Wir sind jetzt gerade auf so einem Felsen draufgeklettert. Von hier aus hat man eine richtig krasse Aussicht auf das wunderschöne Wasser. Schaut euch das mal an. Nice! So Leute, heute als kleinen Snack gab es schon Pane mit Avocado. Die haben wir uns heute mitgebracht, weil wir uns dachten, komm, die letzten Tage haben wir immer so gehungert. Da müssen wir uns auf jeden Fall was im Supermarkt holen. Und zum Nachtisch gibt's den hier. Ich habe den schon mal auf Mauritius versucht selber aufzumachen. Heute machen wir Revival auf Sardinien. Ich glaube, ich gebe die Kamera mal der Stella ab und dann gucken wir mal, wie das hier mit dem Wilson klappt. So, wir haben den Stein am Start, wir haben die Kokosnuss am Start. Jetzt gucken wir mal, ob wir das kaputt kriegen hier. Hört sich an wie ein Song. Ja. Wilson! Wilson! Scheiße, ey. Oh! Willst du auch probieren? Wir waren jetzt gerade an eine Schildkröteninsel und wir haben keine Schildkröten gesehen. Ich glaube, die wurde danach benannt, dass sie aussieht wie so eine aufsteigende Schildkröte aus dem Wasser. Ich habe gerade auch noch ein paar Aufnahmen gemacht, die blende ich euch jetzt gleich kurz ein. Aber hier kurz vor der Schildkröteninsel war es einfach schon wunderschön. Das heißt, ja, man kann auch hier schon stoppen und kann sich den Weg sparen. Ja, ich muss echt sagen, also das Wasser auf Sardinien, ne, das ist einfach einmalig. Also so türkisblau und wunderschöne Blautöne, verschieden von dunkel bis hell und Sandtöne, einfach nur traumhaft. Und ich wüsste gar nicht, wo ich am liebsten sein sollte. Also uns wurde gesagt, dass der Süden richtig toll sein soll. Wir fanden den Norden aber auch schon mega genial. Und klar, die Strände hier im Süden sind ziemlich lang, Kilometer. Die Frau ist gerade reingefallen ins Wasser mit ihrem Handy. Ich hab's selber gemacht. Also,
Auf jeden Fall hat man hier im Süden kilometerlange weiße Sandstrände und richtig türkisblaues Wasser. Also ich glaube, deswegen wurde uns der Süden empfohlen. Wir finden es auch richtig schön und hatten heute einen richtig tollen Tag hier an der Küste. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg mit unserem Salvatore und schauen uns jetzt noch mal kurz die Flamingos an und dann gibt's was Leckeres zu essen. Meine Lieben, wir sind jetzt endlich an den Teichen von Cagliari angekommen, unser letzter Stopp für heute. Und hier findet ihr die wild lebenden Flamingos. Das ist so heftig, ich sehe die schon aus ferner Distanz. Wenn ihr hier hinkommt, versucht die Tiere so weit es geht in Ruhe zu lassen. Ich habe jetzt meine lange Linse dabei. Mal gucken, wie nah und wie weit ich dran komme an die Tiere, aber das sieht echt heftig aus. Ich habe Flamingos in freier Natur noch nie gesehen, sondern nur im Zoo. Ich finde das echt heftig. Wenn man sich die Teiche so vom Nahen anschaut, dann haben die so einen leicht rötlichen Schimmer und deswegen sind die Flamingos auch pink, weil dort irgendwie so Sedimente von Krabbentieren sind, so ähnlich wie am Elefonisi-Strand. Und die ernähren sich halt von den Krustentieren bzw. von den kleinen Garnelen und Shrimps und das färbt die Flamingos pink. Und ich finde das so heftig, die einfach in freier Wildbahn zu sehen. So, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Eindrücke von den Flamingos. Ich hoffe, ich komme nah genug dran. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, meine Lieben, kurze Unterbrechung. Und zwar ist heute ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir dachten uns, wir versuchen es nochmal in der Woche zu dem Restaurant, das ich eigentlich besuchen wollte. Und zwar sind wir jetzt im Impasto in Cagliari und das sieht unfassbar gut aus, oder? Wir haben gerade schon Kellner gesehen, der hat hier so Meatballs getragen und Pizza und Pasta. Also wenn ihr mal in Cagliari seid, wir haben es zwar noch nicht probiert, aber das ist jetzt schon eine übelste Empfehlung. Und ich habe mir Carbonara bestellt. Eigentlich bestellen Patrick und ich das nicht so gern, weil es auch sehr mächtig und in so Sahnesoße gemacht wird. Aber eigentlich wird das ja mit Ei gemacht und ich glaube, hier saß es. Ja, ich bin super gespannt. Wir zeigen euch natürlich das Essen gleich nochmal und von den Preisen geht es hier auch echt voll in Ordnung. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern zeigen euch gleich das Essen. Also wir haben uns was bestellt und zwar hat Stella sich eine Carbonara bestellt. Die sieht richtig gut aus, so selbst gemacht und einfach richtig toll mit Ei und Speck und ganz viel Parmesan. Dann haben wir als Vorspeise so ein bisschen Brot bekommen. In Italien ist es aber so, dass man kein Olivenöl dazu bekommt und das ist schwierig. Aber wir haben erstmal eine Pizza bestellt und zwar eine ganz spezielle Pizza. Die essen die nämlich hier auch mit Kartoffelpüree und da ist jetzt Kartoffelpüree drauf und Wurst. Und ich würde sagen, wir hauen uns das mal rein und probieren das Ganze mal. Hab die Kombi so noch nie gegessen, aber ich muss sagen, es schmeckt fantastisch gut. Gut, sehr lecker. So, meine Lieben, und da wir schon richtig am Verhungern waren und nie ein richtig gutes Restaurant gefunden haben, beziehungsweise wenig gute Restaurants, haben wir uns jetzt nochmal als Nachtisch Meatballs geholt und die werden hier serviert. Denn hier serviert auf so einer Scheibe Brot. Das sieht richtig, richtig gut aus und wie bei Susi und Strolch sieht das einfach aus. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal testen für euch. So, nehmen hier uns so ein Klößchen. Leute, die Meatballs hauen echt alles weg. Richtig, richtig lecker. Unnormal. Ja, willst du auch probieren? So, meine Lieben, zum Abschluss gibt es noch einen wundervollen Espresso und ohne Spaß. Das ist hier die Italy Experience, die wir brauchten, oder? Ja, also habe ich gerade auch gesagt. Wir haben nach so einem Restaurant die ganze Zeit gesucht und endlich haben wir was gefunden. Gut, dass wir nochmal uns entschieden haben, nach Cagliari reinzufahren und das Restaurant für euch zu testen. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Es befindet sich hier in der Altstadt, mitten auf so einem kleinen Platz, umgeben von zigtausend anderen Restaurants. Und ich würde sagen, das ist eines der besten Restaurants, was wir bisher auf Sardinien getestet haben. Cheers to that. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen
Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Reiseepisode. Ciao, ciao. Ich bin so zufrieden, dass wir den Spot doch noch erkundet haben. Haut da rein.